Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Als ich letztens die Daily Vlogs gemacht habe, wurde darunter kommentiert, dass sich ein Live-Update gewünscht wird. Und ich hatte das gar nicht so auf dem Plan, weil ich hatte jetzt nicht so irgendwie große Veränderungen, die ich gedacht hätte, erzählen zu müssen. Aber es hatte doch sehr, sehr viele interessiert, mal ein Live-Update zu hören. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann fragt doch, was ihr wissen wollt, und habe bei Instagram die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen. Und anhand dieser Fragen werde ich mich jetzt so ein bisschen durch dieses Live-Update hangeln und mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger dazu erzählen. So, ich suche mir jetzt erstmal die Screenshots von den Fragen raus. Los geht's. Okay, die erste Frage, da geht es um unsere Wohnsituation, dass ich mir da ja mal was angeguckt habe und wie das denn jetzt aussieht. Also diese Wohnung hier, in der wir wohnen, das war tatsächlich auch die einzige Wohnung, die ich mir damals angeguckt habe und die ich dann aus genau drei Gründen genommen habe. Der erste Grund ist, dass es hier verhältnismäßig sehr, sehr ruhig ist. Der zweite Grund ist, dass wir direkt vor der Haustür einen Spielplatz haben. Und der dritte Grund ist, dass meine Schwester gleich in der Nähe wohnt. Aber das Problem ist einfach, dass es halt sehr klein ist, dass die Kinder sich ein Zimmer teilen müssen und dass wir kein eigenes Grundstück haben und das schon ein Wunsch von uns allen ist. Und deswegen habe ich mich halt nach diversen Möglichkeiten umgesehen und werde aber erst nächstes Jahr umziehen, was mit verschiedenen Faktoren zusammenhängt, aber hauptsächlich damit, dass mein Wunschobjekt, mein Traumobjekt tatsächlich auch erst dann frei wird. Und deswegen müssen wir halt noch so lange warten, aber das ist für mich in Ordnung, weil ich weiß, es hat ein Ende, hier in diesem beengten Raum zu wohnen. Ich weiß, es hat dann ein Ende, dann und dann ist das. Ich kann das alles in Ruhe vorbereiten, kann in Ruhe die neuen Möbel einkaufen, mir Gedanken machen, wie ich was streiche und so. Das ist eigentlich auch ganz okay. Das heißt, wir werden auch noch zwei Sommer mit diesem Mini-Balkon irgendwie überleben. Also Umzug steht dann erst nächstes Jahr an, weil es ist dann auch etwas, wenn ich jetzt nochmal mit den Kindern umziehe, soll es auch der letzte Umzug mit den Kindern sein, bis sie dann ausziehen mit 18 oder 30. Und deswegen war es für mich schon sehr, sehr wichtig, nicht nochmal so eine Zwischenlösung zu wählen, sondern wirklich das Traumding, was ich in meinem Kopf hatte. Und dann warte ich halt auch gerne noch die anderthalb Jahre, bis das Objekt dann halt frei wird und ich dorthin kann und das genau meinen Wunschvorstellungen zu 100% halt entspricht, so wie ich das gerne wollen würde, gewollt habe. Genau. Wie es mir seit der Trennung emotional geht, das ist eine schwierige Frage und auch eine Frage, die ich jetzt versuche, irgendwie so knapp wie möglich zu beantworten, was schwierig ist. Ich habe natürlich immer noch, das Ganze ist jetzt seit über einem Jahr her, habe natürlich immer noch mit Gefühlen zu kämpfen, wie Hilflosigkeit, Trauer, Wut, Angst, das ist schon immer noch präsent. Aber ich habe einfach gelernt, damit umzugehen, damit zu arbeiten, diese Gefühle anzunehmen. Die sind halt einfach ein Teil von mir, die gehören einfach zu diesem Prozess dazu. Ich bin froh, dass ich es endlich geschafft habe, mein Ego abzulegen und da natürlich dann auf einer anderen Ebene kommunizieren zu können. Und ich bin immer noch, und das war ich ja auch schon vor einem Jahr an diesem Punkt, wo ich sage, es ist alles gut so, wie es gekommen ist. Ich bin froh, dass es so gekommen ist und ich fühle mich gut mit dieser Entscheidung und mit der Entwicklung. Wie mein Alltag mit meiner Patchwork-Familie aussieht, auch ganz simpel, ne? Also ich habe halt 80% der Zeit kümmere ich mich um die Kinder, kümmere ich mich auch allein um die Kinder. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben uns richtig gut eingespielt. Wir sind ein richtig gutes Dreiergespann geworden. Da arbeitet irgendwie jeder mit. Wir haben wenig Streit und Zoff. Natürlich, es sind Kinder. Natürlich ist nicht jeder von uns immer gut gelaunt. Natürlich habe ich auch mal Tage, wo ich einfach keinen Bock habe. Das ist aber okay. Wir haben alle gelernt, irgendwie damit umzugehen. Und alles in allem läuft es tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Und ich bekomme das alles sehr gut hin. Natürlich, wenn man halt dieses Patchwork jetzt da mal reinnimmt, gibt das natürlich so Reibereien und Meinungsverschiedenheiten, aber auch damit komme ich irgendwie klar und läuft halt alles irgendwie. Ganz oft wurde mir die Frage gestellt, wie es mir geht. Und diese Frage habe ich auch letztens
in meinem WhatsApp-Coaching-Impulsen gestellt, weil wir bekommen ja ganz oft die Frage gestellt, wie geht es dir? Und dann sagen wir, ach ja, alles gut. Ist so ein Reflex zum einen, zum anderen möchte man natürlich auch nicht mit jedem, der dir diese Frage stellt, ausdiskutieren, wie es dir denn tatsächlich geht, aber wir stellen uns diese Frage auch super selten selbst. Wie geht's dir eigentlich? Und ich möchte das jetzt nicht so lapidar beantworten, sondern ich möchte wirklich mal darauf eingehen, wie geht es mir eigentlich? Die meiste Zeit geht es mir wirklich gut. Nicht sehr gut, aber gut. Ich komme gut mit der Situation zurecht. Die Selbstständigkeit läuft wirklich sehr, 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 sehr gut. Also so, ne, meine Grundemotion oder mein Grundgefühlsbarometer ist eigentlich immer relativ ausgeglichen. Wenn es mir aus irgendwelchen Gründen manchmal schlecht geht, weiß ich, wie ich damit umgehen kann, mit EFT, mit Meditationen, darüber schreiben, also da wirklich, wirklich, auch wirklich immer direkt, dagegen ist das falsche Wort, aber ich arbeite dann auch wirklich immer mit diesen negativen Emotionen direkt und versuche nicht da irgendwie drin zu schwimmen oder drin zu bleiben. Natürlich hat man solche Momente, wie halt, ne, wenn es draußen viel regnet, beziehungsweise halt im Allgemeinen sehr grau ist. Das wirkt sich bei mir immer extrem auf die Stimmung aus. Aber da habe ich jetzt auch mittlerweile so meine Tools, was ich da einfach tun kann. Musik, tanzen, den Tag frei nehmen und einen guten Film gucken, ein gutes Buch lesen. Ätherische Öle helfen mir immer sehr. Da kannst du dir quasi die Sonne und den Sommer in die Wohnung mitholen. Und da habe ich auch so gelernt, damit zu arbeiten und das halt anzunehmen. Es ist halt so. Ich bin da halt sehr, dass ich da extrem drauf anspreche, wenn halt so ein graues Wetter ist. Ist halt so, muss ich dann halt lernen, an diesen Tagen irgendwie damit umzugehen. Und ansonsten versuche ich mir da, ich versuche es mir einfach schön zu machen und mir meinen Weg zu ebnen und mein Leben zu leben. Und ich finde, das klappt ganz gut und da bin ich auch sehr, sehr stolz auf mich. Und von daher geht es mir eigentlich sehr gut. Würdest du auch mal ein ASMR-Video machen? Diese Frage wurde mir tatsächlich auch sehr oft gestellt und ich hatte das schon oft im Auge, dass ich das gerne mal machen würde. Also ASMR-Videos gucke ich mir sehr gerne an. Wer jetzt gar keinen Plan hat, was ein ASMR-Video ist, dem verlinke ich mal hier ein Video, was ich dazu gemacht habe. Und aufgrund dessen, weil ihr jetzt dieses Thema wieder angebracht habt, habe ich mir jetzt tatsächlich auch vorgenommen, in meiner Sommerpause ein oder mehrere ASMR-Videos zu drehen. Weil ich muss mich da technisch erstmal einfinden, ich muss erstmal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ja, ich werde ein ASMR-Video drehen und bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr dann dazu sagen werdet. Ob ich nochmal alles genauso machen würde in meinem Leben? Nein. Nein. Aber ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Deswegen ist es eigentlich egal, sich darüber Gedanken zu machen. Ich würde es nicht tun. Ich würde nicht nochmal alles genau so machen. Aber es ist halt jetzt so passiert, wie es passiert ist. Dann kommen ganz, ganz viele Fragen, ob ich verliebt bin, ob ich noch Single bin, zu meinem Beziehungsstatus. Dazu werde ich dann gleich nochmal was sagen. Eine Frage wurde mir gestellt, ob ich immer noch bisexuell bin. Ich wusste nicht, dass man sich das wie ein paar Socken an- und ausziehen kann. Also selbstverständlich bin ich immer noch bisexuell. Es ist allerdings so, hier, wo ich wohne, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben, also ich habe 3 Jahre mal woanders gewohnt und in diesen 3 Jahren war es überhaupt kein Problem, Frauen kennenzulernen. Hier habe ich noch nie eine Frau kennengelernt. Noch nie. Weiß ich nicht. Ist halt einfach so. Also aktuell lebe ich das hier auch nicht aus. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Das ist okay. Aber, also mal so zum Verständnis, Bisexualität, da kann man nicht heute entscheiden, heute bin ich bisexuell und morgen dann nicht mehr. Also das ist einfach immer permanent da. Und ich mag das auch nicht so in diese Schublade homo, hetero, bisexuell. Ich sage mal, Liebe kennt kein Geschlecht. Also wenn ich mich verliebe, verliebe ich mich in wen, ist mir dann eigentlich völlig Wurst in dem Moment. Dann wurde mich gefragt, was ich für Vorbereitungen treffe, bevor Vince in die Schule geht. Zum Glück geht Vince dieses Jahr gar nicht in die Schule. Also er war so ein Wackelkandidat, weil er halt wirklich wenige Tage vor diesem Stichtag Geburtstag hat. Und wir haben einfach alle geschlossen dafür plädiert, dass er zurückgestellt wird. Und wird er zum Glück auch. Das heißt, er hat noch ein Jahr Kindergarten. Ich habe noch ein Jahr Zeit, mich darauf vorzubereiten. Deswegen kann ich dazu jetzt im Moment noch gar nicht so viel sagen. Wenn das dann aber Thema werden sollte, kann ich gerne mal ein paar Videos dazu machen.
So, weiter geht's. Ob ich noch mehr Kinder haben wollen würde? Ich sage erstmal nein. Ich bin sehr zufrieden mit meinen zwei Kindern und möchte eigentlich dieses ganze Prozedere, Schwangerschaft, Geburt, kleines Baby nicht nochmal haben. Aber ich habe mir die Option offen gehalten, weil es kann ja immer mal sein, du hast dann einen Partner und der möchte auch gerne ein eigenes Kind haben, was ich absolut verstehen und nachvollziehen kann. Und dann möchte ich meinem Partner diesen Wunsch nicht verweigern. Also deswegen kann ich diese Frage nicht so ganz eindeutig beantworten. Was ich aus meiner letzten Beziehung gelernt habe und was ich anders machen würde. Oh, ganz, 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 ganz viel. Ich versuche es mal auf die Hauptpunkte runterzubrechen. Das ist aber tatsächlich auch etwas, was ich erst im Nachgang gemerkt habe, was ich erst im Nachgang für mich reflektiert habe. Ja? Zum einen würde ich mich nicht mehr so stark anpassen. Also ich habe mich extrem angepasst, aber das ist etwas, was in mir verankert war, was mit meinen Erfahrungen zu tun hatte, die ich auch in meiner Kindheit gemacht habe. Und dazu kann ich tatsächlich sehr dieses Buch empfehlen, mit dem ich gerade arbeite. Stefanie Stahl finde ich sowieso sehr, sehr toll. Auch ihr Kind, auch ihr Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden. Und das ist jetzt, jeder ist beziehungsfähig. Und da geht es genau um diese Dinge. Also wenn du mit deinem Partner unzufrieden, unglücklich in der Beziehung bist, wenn sich irgendwie Themen ständig wiederholen, wenn du Single bist und das nicht mehr sein möchtest, wenn du immer die falschen Männer triffst, bla bla bla. Da geht es genau darum, weil das sind alles Muster, das sind alles Dinge, die wir als Kinder erlebt haben, die unser inneres Kind geprägt haben und was jetzt unseren Erwachsenen beeinflusst. Und damit arbeite ich gerade und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox, weil ich war wirklich so ein Typ, dass ich mich extrem angepasst habe an meinen Partner, meine Bedürfnisse unter den Teppich gekehrt habe, meine Gefühle unterdrückt habe und sowas würde ich nie, 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 nie wieder tun. Ich würde auch viel, viel eher die Reißleine ziehen, als ich es getan habe. Das sind alles so Dinge, klar habe ich das jetzt gelernt. Klar würde ich das jetzt hoffentlich nicht nochmal so machen, aber es ist auch einfach passiert und dieses hätte, wäre, könnte Gedankenspiel ist dann auch eigentlich egal. Bist du zufrieden mit dir? Ja, ich bin sehr zufrieden mit dir. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Wo noch weitere Fragen waren? Ich schaue dich sehr gerne. Danke für so viel Input. Sehr, sehr gerne. Ob ich Existenzängste habe als Alleinerziehende und Selbstständige? Nein. Gar nicht. Überhaupt gar nicht. Nein. Weil ich weiß, wir leben zum Glück in einem Land, wo du aufgefangen wirst, wenn dein ganzes Arbeitssystem nicht mehr funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, ne? Also auch wenn man angestellt ist, kann das ja irgendwie mal nicht mehr so sein, weil das hatte ich ja zum Beispiel auch schon, dass der Arbeitgeber insolvent geht oder was auch immer. Du wirst in Deutschland zum Glück aufgefangen. Also deswegen habe ich keine Existenzängste. Ich muss mir da auch jetzt nicht unbedingt Gedanken drüber machen, weil es für mich auch einfach gut läuft. Genau, und dann kam eine Frage und da möchte ich jetzt zum Abschluss nochmal auf dieses Thema eingehen. Du erwähntest, dass du dein Liebesleben nicht mehr kommentierst. Warum? Und es kamen halt auch ganz, ganz viele Fragen, ob ich einen Freund habe, ob ich noch Single bin, ob ich vergeben bin, ob ich verliebt bin. Warum ich dieses Thema nicht mehr thematisiere, das habt ihr hier in den Videos gemerkt. Auf Instagram habe ich das mal kurz angesprochen. Mir ist das im letzten Jahr extrem vor die Füße gefallen. Da war ich ja sehr, sehr offen und habe da ganz offen drüber gesprochen. Und das habe ich auch gern gemacht und das wollte ich auch so. Und theoretisch wollte ich das auch wieder, weil ich einfach, ne, ich teile das halt einfach gerne. Und da kam auch ein unglaublich guter Dialog immer mit euch zustande, ne? Aber mir ist das letztes Jahr auf die Füße gefallen, weil ich ja nie Namen verwende, logischerweise. Und der Mann, um den es letztes Jahr sehr, sehr viel ging, hat dann einfach gedacht, er wäre nicht der Einzige. Und das hat zu einem großen Krach und zu vielen Problemen geführt und sogar dazu geführt, weil er mir das in dem Moment nicht gesagt hat, dass er dachte, er wäre nicht der Einzige, sondern andere doofe Aktionen gemacht hat und wir dann tatsächlich über ein halbes Jahr keinen Kontakt hatten und erst jetzt geklärt haben, dass das sein eigentliches Problem war, dass er aufgrund der Dinge, die ich bei Instagram erzählt habe, gedacht hat, er wäre nicht der einzige Mann. Das haben wir jetzt erst nach einem halben Jahr geklärt.
Und deswegen möchte ich das so nicht mehr machen. Eben weil ich keine Namen verwenden kann, wenn da nichts Festes ist, logischerweise. Noch dazu, weil mich viele Leute beobachten, die mit mir hier im selben Ort wohnen, dann kannst du das erst recht nicht machen. Und deswegen spare ich das ganze Thema einfach mittlerweile komplett aus. Es kann halt passieren, dass man dann halt schnell mal plötzlich zu fünft ist. So. Wenn aber wirklich Dinge sind, die ich dann nicht mehr verstecken kann, nicht mehr verheimlichen kann, wenn das alles rund ist, ne, wenn auch alle Leute in meinem Umfeld das wissen und so, dann gehe ich damit dann irgendwann natürlich mal nach draußen und teile das auch mit euch. Ne? Also ihr habt schon noch Anteil an meinem Leben. Aber solange so Sachen noch so in der Schwebe sind und noch nichts Festes ist und noch nicht, ne, ich das noch nicht auch mit den engsten Menschen in meinem Umfeld geteilt habe, werde ich das auch nicht mehr mit euch teilen. Also ihr seid, so leid es mir tut, was dieses Thema angeht, also mein Beziehungsstatus, mein Liebesleben, die Entwicklung in meiner Familie, leider die Letzten, die das erfahren werden. Aber ich glaube, das könnt ihr verstehen und das ist auch in Ordnung für euch. Ich kann euch aber sagen, dass es mir sehr, sehr gut geht, dass alles schön ist, dass ich es jetzt einfach auf mich zukommen lasse, weil ich halt einfach auch im letzten Jahr gemerkt habe, ich mache mir unglaublich viele Gedanken, ich mache mir unglaublich viele Sorgen, wenn es um dieses Thema geht. Logischerweise, ich bin auch fast 30 Jahre alt, ich habe zwei Kinder. Und das bringt halt so gewisse Schwierigkeiten und Sorgen und Gedanken, die man sich so darum macht, einfach mit sich. Und gerne würde ich über diese Gedanken mit euch sprechen, aber es hat halt einfach dazu geführt, dass das Probleme mit sich gebracht hat, die man einfach verhindern kann, wenn man halt manchmal die Klappe hält. Und in diesem Fall habe ich mich dafür entschieden, einfach zu diesem Thema die Klappe zu halten. Wenn es dann irgendwann mal spruchreif ist, dann teile ich das natürlich mit euch, aber im Moment einfach nicht. Aber ich glaube, ihr versteht das auch. So, ich bin dann, glaube ich, durch alle Fragen so grob einmal durch. Ich hoffe, das ist als Live-Update ungefähr das, was ihr euch vorgestellt habt. Ansonsten, wenn da jetzt noch Fragen offen geblieben sind, könnt ihr die jetzt sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren stellen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss!